Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Heute machen wir für euch ganz was Spezielles wieder. Jeder kennt eine gefüllte Kalbsbrust, aber was machen wir aus der Kalbsbrust heute? Gefüllte Kalbsbrust mit... Bruströllchen machen wir, ne? Na, Bruströllchen. Mit Krautsalat dazu. Den Krautsalat haben wir schon fertig, den haben wir schon vorgemacht. Das zeigen wir euch auch in einem anderen Video mal, wie man sowas machen kann, dass man sowas auf Vorrat machen kann. Wir machen heute gefüllte Kalbsbruströllchen auf Bauernart. Also das heißt nicht die klassische Methode nur mit der Röllfüller, sondern wir geben auch ein bisschen Speck dazu, Zwiebel. Mhm. Machen das speziell, gell? Ja. Okay. So, als Zutaten haben wir schon gesagt, brauchen wir die Semmelwürfel, die habe ich schon geschnitten. Genauso wie den Speck und die Zwiebel, die tun wir dann gleich anrösten. 3 Eier, Salz, Pfeffer und die üblichen verdächtigen Gewürze. Wir sind nicht auf Spionen. Und die Kalbsbrust. Das waren 3 Kilo, die habe ich schon gedrittelt, weil das ist zu groß, weil wir sind nur 3 Leute. Ja. Die tun wir jetzt noch einmal durch 3 Teile. Kann man schön, wenn das Messer schneiden würde auch. Kann man es auch durch 4 teilen? Kann man auch, aber dann wird es zu klein. So, wir brauchen noch schöne Kalbsbraten. Dann Röllchen werden das. Die tun wir dann noch Seite. Noch sind es keine Röllchen, noch ist gar nichts. Noch sind das nur Scheiben. Ja. Wir müssen schauen, da ist nämlich die Haut dabei und die müssen wir schauen, ob wir da irgendwie drauf kriegen. Immer das Fleisch so ein bisschen auseinander dividieren und dass man das dann so drüber wickeln kann, dass das so bleibt. Machen wir das auch da noch einmal. So. Muss man das auch neu machen, wenn man einen kleinen Fehler reingemacht hat? Nein, muss man nicht. Das ist. Aber wenn man möchte, kann man. Das ist individuell. Wenn man möchte, kann man ja. Ja, aber das wäre eine Esslöffelverschwendung eigentlich, wenn man es nicht reißt. So, mein Messer schneidet auch das Wasser bis zum Grund. So. Ich zeige euch das mal mit einem vor. Die zwei geben wir dabei auf den Teller. Wie das ausschauen soll. So, dann brauchen wir den Fleischklopfer. Das wird laut. Nein, das wird nicht laut. Dann brauchen wir das. Nein, weil du aufklopfst. Macht ja nichts. Da gehe ich dann kurz aus der Küche raus. Ich würde das nur leicht platzieren. Wie das laufen will. So, dass es leicht platziert ist. Dann tun wir das salzen. Kann sich ruhig dann ein bisschen ziehen. Das nehmen wir dann auf den Teller drauf. Und so machen wir das jetzt mit allen, die anderen zwei auch. So, dann haben wir da eine Pfanne aufgestellt. Die lassen wir mal heiß werden. Ein bisschen Fett dazu. Das muss schön heiß sein dann. Da tun wir dann Zwiebel anbraten, Speck, die Hälfte, also Hälfte von dem, das ich geschnitten habe. Und das kommt dann in die Semmelfülle. So, unsere Pfanne ist heiß. Geben wir jetzt die Hälfte von den Zwiebeln rein und die Hälfte vom Speck. Ich habe eine Frage. Die Antwort wäre? Wieso gibst du nur die Hälfte hin? Die andere Hälfte brauchen wir dann für die Soße. Gabische? Mhm. Das sag ich so. Oder mein Nachbar? Ich auch. Den Speck brauchen wir ja im Prinzip nur fürs Aroma. Für den Geschmack. Was ist, wenn man kein Aroma hat, sozusagen Geschmack da reingibt? Dann schmeckt es irgendwie langweilig. So, das dünstet da vor sich hin. Es fängt schon zum Rösten an.
aufpassen, Cyril soll eigentlich keine Farbe kriegen. Er soll so nur noch glas, leicht glasig werden. Das heißt, den Zwiebeln nicht zu lange rösten und der Speck, also man gibt da, lässt auch noch Fett aus, siehst du, das wird alles. Ist das nur so eine Redewendung oder was? Gibt man da wirklich noch Glas rein? Nein, das ist der Zwiebel wird durchsichtig, wenn er gedünstet wird. Das nennt man glasig. Also er soll glasig. Das hat nichts mit Glas zu tun, nein. Das ist, der wird nur durchsichtig. Ich dachte schon, man gibt da Klarschärfe rein. So, dann geben wir die Milch dazu. Nicht alles, das wird zu viel sein, schätze ich einmal. Wenn man keine Milch dazu gibt? Nein, ich brauche die Milch für die Knödel, sonst würde das wieder für die Masse, das würde das nichts. Ja, und was passiert, das lassen wir jetzt kurz mal kochen. Aufkochen. Was passiert, wenn man nicht mal da und in der Soße keine Milch gibt? Dann wird es trocken. Dann probieren wir die Milch. Muss man das probieren? Weil der Speck ist ja salzig. Wenn man nicht zu viel Salz, sonst haben wir versalzene Sachen und das wollen wir ja auch nicht. Ne? Und der schmeckt fast keinem, außer der Ariel, weil sie und dann noch ein Tipp zu Kalbfleisch, weil es gibt ja teilweise Kalbfleisch schon so um 13, 14 Euro. Vergesst das. Das ist kein Kalbfleisch mehr, das ist Jungrind. Das ist auch rot, das Fleisch ist ja schon leicht rot. Und das ist kein Kalbfleisch mehr. Ein Kalbfleisch ist immer hell, ist immer weiß. Und kostet zwischen 21 und 25 Euro der Kilo. Also ein Kalbfleisch, eine Kalbschale um 13 Euro gibt es nicht. Das ist ein Jungrind. So, das hat jetzt leicht aufgekocht. Und das schütten wir jetzt da rein. Und was kostet überhaupt Rindfleisch? Rindfleisch kostet so um die 13, 14 Euro Kilo. Gibt es noch teurere Sachen, so wie den Lungenbraten. Das ist das lange, dünne. Das kostet zwischen 28 und 42 Euro. Gibt es auch Qualität. Steirisches Rindfleisch? Ja. Ist das jetzt steirisch? Das ist ein deutsches? Nein, schon österreichisches. Ich schaue schon, dass ich österreichisches. Aber wo genau das jetzt ist, habe ich gar nicht geschaut. Da geben wir jetzt die Eier rein. Da geben Eier wir rein. Jetzt drei Eier rein. Eins haben wir schon. Oh. Ich bin nicht gut darin. Naja, musst du noch lernen. Bitte noch. Ja, ich bin nicht 18 oder 14, damit dass ich das schon längst kann. So, das schmeißen wir weg. Und dann waschen wir auch die Hände. Jetzt lass mich mal durch. Lassen ein bisschen durchziehen das Ganze. Damit sich das Ganze vermengt. Ein Ei oder zwei Eier dazu. Ja, man kann auch kein Ei, aber dann wird das nicht gut. Wir brauchen das in der Bindung. Man kann Kräuter dazugeben. Machen wir das auch? Kann man machen, ja. Was für Kräuter? Das lassen wir noch schon ungefähr 10 Minuten stehen, dass das durchzieht. So, wir haben die Kräuter dazugeben, ein bisschen Petersilie, tun wir das Ganze nochmal durchrühren. Damit es schön vermischt ist. Mhm. Siehst du, das ist schon schön cremige Masse, so gehört das. Und das tun wir dann da einfüllen. Und wenn es keine cremige Masse wird? Das ist nicht so gut. Die Pfanne hat einmal wieder auf, die kann schön heiß sein. Und wie viel Kräuter überhaupt? Was? So, das hat jetzt eingezogen. Ja, und bist du angerührt? Mhm. Nicht angewurzelt? Und jetzt können wir zwei Möglichkeiten machen. Wir können das Fleisch so auflegen. Dann können wir das einfüllen. Siehst du das? Und was ist die andere? Sieht man nicht dort. Das war die andere Möglichkeit. So, so ist besser. Können wir das so einfüllen. Und was ist eine andere Möglichkeit? Eine Folie. Aber wir wollen ja das Fleisch anbraten und daraus die Soße auch machen. Ne?
Und du musst binden. Schneiden. Das heißt? Kann man auch so etwas abschneiden? Das kann man zum Rollen. So, schau. So, mach ich eine Rolle. Ja, und da ist ein bisschen von. Macht du nichts. Das macht nichts. So, wir haben es einmal probiert. Normal, aber das funktioniert nicht. Wir müssen das doch in der Folie machen. So. Anders geht's nicht. Nein, das wird nichts gescheit. Wir wollen ja das schön haben, ne? Ja, und das wir. Das viel mehr. Und. Mit der Schnur geht's ja auch weiter. Geht's nicht, das ist zu klein und das rutscht alles raus, gell? Und das ist klumpert. Das ist klumpert. Mach's nicht mit der Schnur nach, wenn's bei euch funktioniert. Wenn's mit der Schnur funktioniert, könnt ihr es machen. Herrlichen Glückwunsch. Ja. So, bei uns sitzt, will müssen wir das so einrollen. Bei uns will das halt nicht. Dann tun wir es da. Machen so schöne hier. Bäckchen machen. Das sieht wie ein riesen süßes. Siehst du, wir haben das da, ich habe das da zum Beispiel, das ist mir auseinandergegangen, das müssen wir jetzt anders zusammenlegen. So, das kann nämlich auch passieren. Da habe ich aber nichts dafür. Eh nicht, du kannst ja gar nicht, habe ich irgendwas gesagt, dass du schuld bist? Nein. Ich sag's ja nur. Ich war die ganze Zeit So. Also die Folie brauchen wir zuerst, geht runter. Ja, die vergessen. Folie will nicht. Rauskommt. So, wir haben es jetzt in Folie eingepackt. Das schaut so aus ungefähr. Ja. Und das tun wir jetzt kurz in die Pfanne anbraten und gehen wir dann ins Backrohr. Nicht mit der Schnur. Nein, ohne Schnur. Das geht nicht. Kann das aber auch sein, dass das anfängt zu brennen? Nein. Wie soll das jetzt mit Öl gehen? Er könnte auch die Schnur anbrennen. So, die haben wir jetzt in der Pfanne, die tun wir jetzt kurz links anbraten, die ungefähr 20 Minuten und dann geben wir es ins Rohr. So, die Röhrchen haben wir jetzt angebraten, die kommen da jetzt in die Pfanne. In die Pfanne, damit es noch mehr angebraten wird. Dann kommen wir circa für 2 Stunden in den Ofen. Wir sehen uns dann nach 2 Stunden. Und dann wir sehen uns schon noch vorher, weil wir machen. Jetzt gehen wir das Bratenrückständen, was da passiert sind. Machen wir die Soße. Ja, wir haben. Dazu haben wir ja die Dinge aufgekommen, die restlichen Zwiebeln und den Speck. Ja, wir haben tatsächlich was angebracht. Ja. Das tun wir jetzt schön. Lecker. Braunrösten. Wir dürfen jetzt die Zwiebel braun sein. Jetzt dürfen die Zwiebel braun werden, ja. Die armen Zwiebeln. So, jetzt ist irgendwie. Habe ich mir das schon ein bisschen anders vorgestellt, aber das ist eben Haushalt. Aber das wird schon. Wir kriegen das schon hin. Das schaut lecker aus und es ist lecker schmeckt, gell? Ja, das noch was sagen. Ob ich denen sagen kann, ob wir denen sagen, dieses Gericht vor. Die Kort, das ist ein ganz süßes Gericht. Was für ein süßes Gericht? So ein Beisch. Was sagst du? Eine Frage an euch. Wollt ihr, dass mein Vater mal eine Karottentorte backen? Oder schreibt es einfach nach unten. Also das überrascht mich jetzt. Ich soll eine Karottentorte backen? Ja. Okay. Ich weiß schon, wie Karottentorte geht, aber machen wir halt einmal. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es wollt. Ja, schreibt es mir oder auf die Homepage www.joachimbayer1.com. Könnt ihr auch was reinschreiben und da sind auch tolle Rezepte drinnen. Einiges Informatives über Gemüse, Obst, Ernährungslehre und so Sachen habe ich auch geschrieben. Ihr könnt auch hinschreiben, was wir mal nie gemacht haben. Oder was ihr gerne mal sehen würdet. Was sollte ich einmal kochen für euch? Vielleicht auch was süße Gerichte. Mhm. Vielleicht habt ihr bessere Ideen als nur eine Karottentorte. Vielleicht eine Kürbistorte. So, das haben wir jetzt angeschwitzt. Das tun wir jetzt mit Weißwein ablöschen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, welche Torte und
hätten wir auch noch machen können. Das wir jetzt ein bisschen einreduzieren. Und like das Video. Jo, das ist sowieso. Ne? Nicht vergessen, das Video zu liken. So, das hat diesen. Können wir jetzt einreduzieren mit dem Weißwein? Kann man noch keinen Weißwein dazu geben? Kannst du auch, aber es gibt mehr Geschmack. Kann man auch Rotwein dazu geben? Na, Rotwein, es ist ein helles Fleisch, das man immer mit weißen, mit hellen, helle Sachen ablöschen. Und wenn man es nur mit Rotwein macht? Geht schon, aber es schmeckt nicht so gut, finde ich. Also, es ist eben Geschmackssache. Wenn euch mit Rotwein bist, das so. Schmeckt, dann macht es halt mit Rotwein. Etwas weißen Pfeffer dazu. Weißen Pfeffer. Wieso nennt man es weißen Pfeffer? Ein bisschen Rosmarin. Ich liebe den Rosmarin. Habe ich selbst getrocknet. Lass mich wieder riechen. Der Geruch ist, ist so lecker. Wenn ihr noch nie selbst gemachten Rosmarin getrocknet hab probiert. Der wird definitiv leckerer riechen, als wenn er gekauft wäre. Naja. Weil dieser Rosmarin, der da drinnen Garten, ist, ja? Der hat mein Vater. Mhm, der ist im Garten. So, unsere Rouladen sind fertig. Ungefähr 1,5 Stunden haben die gebraucht. Jetzt stehen wir darüber schon her. Schön saftig. Es kann sein, dass die ein bisschen aufgehen, weil das ist logisch durch das Fleisch, die Brust. So schaut's her, so schauen die aus. Dazu geben wir dann einen Krautsalat oder ihr könnt auch einen Jägersalat, also Chinakohl dazu machen, Jägersalat. Nur es braucht keine, im Prinzip keine Beilage mehr, weil das ist ja die Beilage schon im Fleisch drin, haben wir die Fülle. So schaut's her, schöne Tranchen schneiden. So schaut das ungefähr aus. Geben wir da noch wieder Pfeffer? Nein. Jo, übrige Menge drauf geben. Den habe ich eh nicht gemacht. So. Machen wir das Soße. Ich habe so eine Speck-Rosmarinsauce gemacht. So schaut die aus. Welche Hitze zeigt das? Gehen wir da drüber. Mhm. Den Krautsalat geben wir extra in eine Schüssel, dann habe ich schon einen. Da zeige ich euch das nächste Mal, wie man das auch machen kann. Papa, dass man das im Vorrat macht. So, Papa, schaut's her, so schaut das aus. So sieht das aus. Und da geben wir dann noch den Krautsalat dazu. Vorher wollte Papa aufgeben. So, liebe Leute, das war's wieder für heute. Tschüss. Das kracht ab, das ist mein Ding-Aufhänger. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachkochen. Und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.